mache das jetzt ein Jahr und ich habe jeden Monat Plus gemacht. Und hier sieht man, das ganze Automaten-Business lohnt sich anscheinend. Das ist schon nicht schlecht. Also ist schon wirklich eine gute Zahl. Ihr macht ein Riesengeschäft draus. Unser erstes Produkt. Es wird sich zeigen, ob das gut Umsatz macht. Also ich glaube, dass viele dieses Getränk Automaten-Ding völlig unterschätzen. 500 Euro bis 1000 Euro nebenbei im Monat dazu verdienen, ist nicht nur ein Traum, sondern realistisch. Mit Automaten. 1850 Verkäufe, das sind knapp 2000 Euro Umsatz. Keine Arbeit, eine Menge Geld und das vor allem mit wenig Zeit. Ich glaube, dazu sagt keiner nein. Und genau aus diesem Grund werde ich in dieser Folge einen eigenen Getränkautomaten eröffnen und gucken, wie viel Geld ich damit verdienen kann. Es sind Wochen vergangen und ich habe wirklich super viele E-Mails geschrieben, aber es ist soweit, ich habe einen eigenen Automaten bekommen und den zeige ich euch kurz mal. Ihr seht ihn hier, ganz viele frische Sachen und wie viel Geld man damit machen kann, werde ich in diesem Video euch zeigen, denn ich habe so einen Automaten, der nicht hier in Köln ist, sondern in Düsseldorf und darum geht es erstmal dahin. Für dieses Video habe ich es geschafft, nicht nur einen Automaten zu bekommen, nein, ich habe direkt zwei. Der eine Automat ist am Düsseldorfer Flughafen und der andere ist sehr, sehr weit entfernt auf dem Dorf. Welcher von den beiden Automaten besser abschneiden wird und warum du den Kanal noch nicht abonniert hast, sind Fragen, die sich hoffentlich in diesem Video klären werden. Also lass uns starten, let's go. Da vorne ist ja unsere Rettung. Hi, das ist Jörg und ich bin natürlich direkt in seinen Transporter eingestiegen und mitgefahren. Denn er hatte Free V-Bucks auf dem Wert aufstehen. Die wollte ich natürlich haben. Grundsätzlich folgendes ist zu beachten. Der Kunde geht immer vor, ja? Das heißt... Wie viele Automaten hast du? Ich habe 12 insgesamt. 12? Da haben wir ja wenigstens heute einen richtigen Experten und da vorne ist er, glaube ich, schon direkt um die Ecke hier, oder? Ja, da sind wir. Zur Erklärung, Jörg hat mir für dieses Video zwei seiner Automaten zur Verfügung gestellt, weil er selber super viele hat und ein Automat schneller bis zu über 10.000 Euro kosten kann. Alter, das ist meine Ausrüstung. Genau. Guck mal, wenn ich schon Umsatz machen möchte mit den Automaten. Und das ist jetzt hier der Kaffeeautomat. Hat sie so ein bisschen outdoor-fähig gemacht. Oh, ich habe auch noch nie so einen Automaten wirklich von innen gesehen. Um Umsatz mit einem Automaten zu machen, muss man natürlich auch verstehen, wie so ein Automaten funktioniert. Und darum wurden mir erstmal alle Basics erklärt. Doch nach einer kleinen Theoriestunde war für mich klar, jetzt sind meine Produkte dran, die hoffentlich für einen perfekten Umsatz sorgen werden. Wir packen die ganze Sache mal aus. Ich habe mich entschieden für den Ring von Katja Krasewitsch. Wenn der gut ankommt, könntest du dir vorstellen, den auch selber so reinzuhauen? Ja, klar. Das heißt, wenn der abgeht, dann sehe ich den auch mal bei dir. Ja, natürlich. Unsere Karriere beginnt als Getränkeverkäufer. Hier passen auch nur 1, 2, 3, 4, 5 Dinger rein. Das ist normal, oder? Ja, normal. Es wird sich zeigen, ob das gut Umsatz macht. Das sieht nach Capital Bra aus. Das ist Luciano. Kennst du Luciano? Nee, Luciano sagt mir gar nichts. Luciano ist so ein Rapper. Hörst du Rap? Nee. Ein veganer Multivitamin. Das ist bestimmt eine gute Idee, weil vegane Artikel sind natürlich trendy. 1,39 pro Flasche kostet ein Loco-Juice. Was würdest du dann sagen? Wie viel machen wir? Also 2,50 Euro? Auch wieder 2,50 Euro. Wenn die alle verkauft werden, macht man damit super Profit. Wir gucken mal, ob das klappt. So, 63. Und das kommt er. Wunderbar. Unser erstes Produkt. Ich bin zufrieden. Mein erstes Automaten-Erfolgserlebnis. Die nächsten Produkte wurden auch in den Automaten gepackt und so war die erste Arbeit erstmal gemacht. So schnell geht der ganze Spaß. Ich bin immer noch ausgestattet. Die ganzen Sachen sind aber drin und es geht weiter. Wir haben nämlich doch einen ganzen Automaten, den ich euch mal kurz zeigen möchte. Der Unterschied beim zweiten Automaten, er liegt unglaublich weit weg. Auf dem Dorf. Eigentlich sollte man ja denken, dass diese Automaten ja gar nicht so viel abwerfen, weil da ja gar nicht so viele Menschen sind. Habe ich erst auch gedacht. Es soll aber anders sein. Warum das Ganze so ist, werdet ihr noch im Video erfahren. Es ging also unglaublich weit raus und ich war bereit, meine neuen Produkte in den Automaten zu packen. Ich habe mir was Besonderes überlegt, nämlich Vater sein Vater. Was ist das denn? Wenn Leute eine lange Nacht haben und nach Hause gehen und sich dann hier an diesen Automaten vorbeikommen. Okay. Und dann haben die keinen Kater. Glaubst du, das hat Erfolg? Unbedingt. Ich hatte das allermeiste Vertrauen in Kater, seinen Vater, weil wirklich jeder kann es gebrauchen. Vor allem auf dem Dorf. Kostet? 1,80 Euro pro Tüte. Das ist ein teures Ding. Ja, was müssen wir das denn verkaufen? Auf jeden Fall 3 Euro, oder? Da würde ich auch sagen, aber mehr nicht. Marc, okay. Eggers, es tut mir leid, dass wir hier das Ganze ein bisschen teurer für dich machen, aber... Das muss. Leider, wir kriegen es im Einkauf, dann musst du einfach nur anschreiben, dann machen wir es günstiger. Das sieht aber wirklich wunderbar schön aus. Aussehen tut es ja eigentlich ganz gut, ne? Das Ding ist halt auch, bei Kater sein Vater, du kannst es dir nur übers Internet bestellen. Anders geht nicht. Wenn Leute Kater sein Vater kennen vielleicht, so, aus den Videos, ne? Das dann im Automaten sehen, denken sie, oh wow. Das kann natürlich sein. Weil Kater kommt ja spontan, ne? Yeah. Gestern, oh komm, lass uns mal. Und dann, oh, ach gut, dass wir das am Automaten haben. Ja, ich schwöre sogar, ich will es kaufen. Stell irgendwo ganz Deutschland in den Transautomaten hin, ich liebe dich dafür. Kuss. Ich habe mir natürlich noch was überlegt. Hast du schon mal Fortnite gezockt? Ja, auch ja. Kennst du bestimmt diese V-Bucks, oder? Die man sich kaufen kann. Kenn ich. Ich habe überlegt, wenn hier so viele Schulkinder rumlaufen, die haben doch bestimmt Bock, sich mal V-Bucks zu kaufen. Okay. Und dann haut man die einfach mal da rein und guckt, wie die ankommen. Das geht? Das sind sie. Also V-Bucks, ja, cool. 7,99 Euro, ist das denn ernst? Ich glaube, V-Bucks zu verkaufen ist die dümmste Idee, die jemand hatte, glaube ich. Also ich glaube, die Leute am Dorf haben erstens kein Geld und zweitens spielt keiner mehr Fortnite. 1000 V-Bucks ist doch ein super Ding, oder? Ja, nur da können wir nichts dran verdienen. Ne? Vielleicht machen wir 10 Euro draus. Dann 1000 V-Bucks für 10 Euro, klingt fair. Ja. An die Leute, die Fortnite spielen, schreibt das mal gerne in die Kommentare, ob das Ganze wirklich fair ist. Dann packen wir die da vorne rein, ja. Das sieht fantastisch aus. Du machst Sachen mit mir. Hättest du selber auch mal so Fortnite-Karten reingemacht oder kamst du da gar nicht auf die Idee? Nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das sieht wirklich wunderbar aus. Ich sag dir, das wird ein Hit. 10 Euro für eine Fortnite-Karte. Ich sag, das ist es. Ich mache. So, jetzt geht's ums Wichtigste. Genau, Geld.
Und hier sieht man, das ganze Automaten-Business lohnt sich anscheinend. Schon ein paar mehr, ne? Ich kann es mir vorstellen, dass viele das unterschätzen. Dass viele das sehr, sehr unterschätzen. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob man damit wirklich Geld verdienen kann. Mein kleiner Praktikantag ist zu Ende. Es geht zurück ins Auto. Hier seht ihr nochmal alle Automaten. Fantastisch. Vorerst war jetzt mein ganzer Job getan. Die Sachen waren in den Automaten und mehr muss man ja auch eigentlich nichts machen. So sagen sie es vor allem auch in den ganzen Videos. Doch Anton hatte noch eine kleine Idee. Ich glaube, den meisten Umsatz machst du halt, wenn du irgendwie dafür richtig Werbung machst. Wenn du richtig Leute ansprichst und dir sagst, ey, oh mein Gott, ich verkaufe Elotrans an diesen Automaten. Und genau das, was Anton mir gesagt hat, werde ich jetzt umsetzen. Es ist eine Woche später, unser Automaten steht da hinten und diese Flyer, die ich gestern gedruckt habe, werden heute weitergegeben und hoffentlich werden wir damit neue Kunden gewinnen. Der magische Moment, eine Woche später und da steht er, hier vorne. Loco Juice, da ist er. Ich zähle mal durch, das war komplett befüllt, die Seite. Ich glaube, 3 Loco Juice sind weg und hier hinten ist ein Sugar-Mami weg. Ich muss zugeben, in diesem Moment konnte ich überhaupt nicht richtig zählen. Das Ergebnis ist komplett falsch, was ich da gesagt habe. Das ändert aber nichts daran, dass das Ergebnis jetzt nicht so gut ist. Aber ich möchte noch nicht die Hoffnung aufgeben. Ich habe ja die ganzen Influencer-Produkte hier am Start. Ich glaube, damit macht man super Werbung, um diesen Automaten wieder zum Laufen zu bringen. Kauf 3 für den Preis von 3. Aber das Design ist geil. Das gefällt mir sehr. Influencer-Special macht es, glaube ich, auch nochmal geiler. Hey, Torfer Straße, das ist die Adresse. Geil. Was jetzt so vom Slogan? Ja, ich äußere mich jetzt nicht. Die Leute werden kaufen. Werbung muss sein. Einkaufen. So macht man Werbung heutzutage. Wollen Sie die Karte? Wir haben einen Automaten. Ich kann Ihnen auch mal. Die ist hier drin, auf dem Gepäckträger. Man muss die Leute dazu zwingen, dass sie die Werbung mit nach Hause nehmen. Überall sein Unwesen treiben. Ich habe so einen eigenen Getränkautomaten. Wenn du Bock hast, kannst du da irgendwann mal was kaufen, wenn du den siehst. Alles klar, dann nicht. Die Leute denken, sie haben eine Fahrkarte gekauft. Nein, es ist meine Werbung. Ihr seht es, wir sind am Flughafen angekommen und ich muss zugeben, Flughafen ist ein hartes Pflaster, aber wir sprechen die Leute trotzdem an. Aus der Komfortzone rausgehen. Let's go. Ich habe hier so einen Automaten gemacht, der ist mega lecker. Willst du die haben, die Karte? Der hat nichts verstanden, was ich gesagt habe. Ich habe schon einen Automaten, den Bock einfach diese Karte zu nehmen. Ja, okay. Geht ihr auch dahin? Ja. Kannst du vielleicht auch eine Karte nehmen? Ich verstehe nicht so. Ah, nimm einfach die Karte. Wenn du da was kaufst, dann bist du der Coolste. Und dann kam ich auf die gute Idee, einfach mal die Leute am Gate anzusprechen, ob sie meinen neuen Automaten schon kennen. Ich habe zwar kein Ticket, aber ich habe diese krasse Geschäftsidee. Das ist ein mega Angebot. Das ist sogar hier direkt in der Nähe, so ein Automaten. Ja, genau. Local Juice. Kennst du den? Ja. Geht hin auf jeden Fall. Ja, danke. Viele Zettel verteilt und ich bin bereit, Umsatz zu machen. Das alles wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ich bin gespannt, aber wir haben erstmal unseren Job getan. Let's go. Leute, es ist Sonntagabend, ich habe eigentlich gar nichts mehr geplant, heute aufzunehmen, aber Jörg hat mir geschrieben, der den ganzen Getränkautomaten leitet und hat mir die aktuellen Zahlen für die erste Woche geschickt. Ja, hallo Kilian, es ist Zeit für ein Update. Lass uns mit dem Automaten in Düsseldorf am Flughafen starten. Leider 0 Umsatz. Was? Denn da ist überhaupt nichts passiert. Ich habe wirklich selber gedacht, dass da 2 Dinger verkauft wurden, aber anscheinend nicht. Wenn er sagt 0, dann wird es wahrscheinlich mehr stimmen. Aber, jetzt kommt das Aber. Wir sind ja danach nach Geldern gefahren und da haben wir ja die Fortnite 1000 V-Bucks reingepackt und, ob du es glaubst oder nicht, alle 3 sind verkauft. Wie gut ist das bitte, hä? Was sagt er noch? Da hätte ich natürlich nicht mitgerechnet. So geil. Ich habe diese V-Bucks vor allem eigentlich nur als Joke reingemacht, aber dass die so gut laufen, nach einer Woche komplett weg sind, die müssen jetzt eigentlich nachgefüllt werden, sonst verlieren wir ja unseren Slot. Dann ja auch gerade mein Vater reingepackt, also in den Automatengeldern. Ja. Und da haben wir tatsächlich derzeit 2 Stück verkauft. Gar nicht so schlecht. Einer wurde ja direkt am ersten Tag verkauft. Alles andere sehen wir dann in einer Woche. Das ist Update für die erste Woche auf jeden Fall. Sogar Anton hat mir gesagt, dass die V-Bucks so dumm sind, die da reinzumachen. Digga, V-Bucks. Aber dass die einfach am besten laufen, hätte ich ohne Witz nicht erwartet. Was geht ab? In den letzten Wochen ist super viel passiert. Ich habe über jede Woche von Jörg ein Automaten-Update-Video bekommen, wie mein ganzer Automaten läuft. Bis auf 2 Eistee von der Katja ist alles ausverkauft. Das heißt also, deine Produkte sind dort restlos verkauft worden. Kater, mein Vater ist noch da. Das liegt aber daran, dass hier ein Fehler war. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dadurch konnte der nicht mehr gekauft werden, weil der wird ja gesperrt, wenn der Artikel nicht runterfällt. V-Bucks hat mir ja schon drüber gesprochen, sind weg. Da habe ich neue, eine schöne Überraschung. Juice ist auch weg. Das heißt also, wir sind wirklich mit deinen Artikeln fast ausverkauft. Geil. Ich denke, hier wäre auch mehr gegangen, wenn wir dieses Problem wäre hier mit der Spirale. Und heute ist der Tag gekommen, wo wir alle Zahlen mal zeigen. Im Sommer würde dieses Experiment ganz anders laufen. Da würdest du wahrscheinlich der dreifache Umsatz nehmen, wenn nicht sogar mehr. Also wir haben, wie gesagt, Kater, mein Vater, haben wir 3 Stück verkauft. Bei Local Juice haben wir 6. V-Bucks die 2 von dir. Wie viel ist es denn insgesamt? 61,50 Euro.
Krass, für einen Monat? Du hast im Prinzip mit deinen 61,50 hast du 10% des Umsatzes geschafft von beiden Automaten. Das ist schon nicht schlecht. Also das ist schon wirklich eine gute Zahl. Hätte man das ganze Projekt sozusagen im Sommer umgesetzt, sagst du, wäre das nochmal eine Stufe krasser gewesen alles. Also locker dreifach, also dreimal. Wenn das Video ja gut ankommt, dann kann man nochmal drüber nachdenken, eine große Aktion im Sommer zu machen. Ja, gerne. Bei der ganzen Sache müsst ihr aber bedenken, dass wir ja auch keinen ganzen Automaten gefüllt haben. Darum wundert euch nicht, warum der Umsatz jetzt nicht so unglaublich hoch ist. Falls wir nochmal einen zweiten Teil zu diesem ganzen Video machen sollen, wird das Ergebnis noch krasser. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ciao, ciao.